Moin, moin, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bramble, The Mountain King. Ja, wir haben in der letzten Session einen epischen Bossfight gehabt mit dieser, naja, ich habe sie Waldhexe genannt. Wie auch immer ihr eigentlicher Name ist. Hat ein bisschen gedauert, bis wir das alles gecheckt haben, aber dann hat Ulle, beziehungsweise ich, sich ausgiebig ausgelassen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Szene. Gesundheit. Ja, nachdem das hier alles abgelaufen ist, ist Ulle heulend weitergegangen. Jetzt gerade eben hörte man noch, Ulle, was hast du getan? Hörte er Tuva fragen. Und wir denken natürlich ein bisschen, was soll das? Wir haben doch alles gemacht, was ging. Und vom Leben gezeichnet zieht er also weiter seine Runden. Der gute Ulle. Du bist doch in den Berg. In der Hoffnung, dass dort Lillemor auf uns wartet. Hier brennt's. Ist das Asche? Schön. Ole, bist du das? Sieht so aus. Ole, das versaut ein bisschen das schöne Lied, ne? Kannst dich etwas zusammenreißen? So viel Qualm ist hier auch nicht. Das Pferd. Viele Gekreuzigte. Atmosphäre ist geil. Nur verständlich, oder? Nur verständlich. Ist alles raus. Da ist der Berg. Geht's dir gut? Viel größer als Oliver. Die Oliver, die auch nicht. Ich kann keinen Wusch machen mit dem Licht. Der Funke
Mäuse? Der Funke ist erloschen. Willkommen til Nils Hult. Okay, die Musik ändert sich eindeutig wieder. Eine weitere Leiche, über die wir einfach hin drüber laufen. Rein in die Hütte. Hat die selber irgendwie sich hier in den Rücken gestochen oder was? Spannend. Was soll ich hier etwas nehmen oder? Von der anderen Seite dahin? Nein. Kerze, Ding. Scharf gestellt ist ja eher das hier. Ah. Das war die Statue da von ihr, ne? Hier ist so eine Pestdoktormaske. Also von ihr, von der Hexe, gegen die wir gerade gekämpft haben. Weiß ich jetzt leider nicht, was das heißt. Würde ich der Sprache nicht gerecht werden, wenn ich da jetzt was rein interpretiere. Ihr denn? Okay, es reicht, um versteckt zu sein. Wir sind nicht da. Nein, just kidding. Fresst immer schön weiter. Okay, voll mit Ranken sind die von mit Bramble quasi. Sind die hier wie die Zombies unterwegs? Komme ich da irgendwie rein? Weil sonst wie komme ich da durch? Mit Vollsprint da lang? Oder kriegen die es nicht mit, wenn ich einfach mitten durch die durch? Schmeckt's. Was gibt's hier Schönes? Oh, eine Geschichte. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. Immer vertrauenserweckend. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds.
Oh, oh. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Ja, das ist natürlich die cleverste Lösung. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. Deswegen hingen die da alle, alles schwarzhaarige Frauen. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman. But to no avail. Nope. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. Okay. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. Tja, Leute. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. Verstehe, das waren die ganzen Männer. No one would ever see them again. Verstehe. Ah, das ist also die Lore dahinter. Ich verstehe. Kriegelkragel, eine Höhle, Stein, irgendwas Leuchtendes. Ich kann leider nichts. Okay, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier hoch. Die sind nicht gefährlich, okay. Nix, ne. Kann ich da reinsprinten? Scheinbar. Besser als schleichen. Okay, und ihr fresst hier die ganzen Frauen auf. Was hab ich getan? Ach, shit. Hm. Angelockt mit meinem Licht. Verflucht ich sei. Komme ich da jetzt so durch? Scheinbar nicht. Da links? Shit. Bin daneben gesprungen, aber die Strategie war richtig an sich, die Dame wegzulocken. Okay, wo geht's weiter? Ich höre gerade nichts fressen. Hallo Tauben. Möwen.
Tauben. Whatever. Ist es uns hier, Boa? Das Wasser macht mir Sorge. Okay, Entschuldigung. Das ist eine ernste Angelegenheit hier. Macht sich nicht darüber lustig. Schaut mal. Was ist das denn dort? Die war aber gerade noch nicht da. Warum brennt es da unten? Wieder irgendwas, was ich öffnen muss, was ich freischalten muss. Zutaten oder so. Ich will doch einfach. Gib mir doch irgendeine Waffe, bitte. Sieht so aus, wir brauchen einen Strich. Also Kreuz und. Verstehst du, ne? Ich guck's mir gleich nochmal an. Mehr das nämlich, ne? Noch andere Dinge hier. Bevor ich das wie im letzten Mal übersehe. Ja, genau, das ist nämlich das. Das rechte davon. Hier wäre das Kreuz. Was gibt's noch? Die beiden. Da kommen wir mit. Ja. Da ist auf jeden Fall mit in die Mische. Das gucke ich mir auch direkt mal an. Das richtige RR. Ja, werden wir nicht erfahren, ne? Ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen, oder? Eins entfernen. Let's try it. Da wird noch ein Kreuz zu viel mit drin sein. Aber egal, das Feuer wird uns ja nicht irgendwie töten oder so. Guck mal, was ist doch richtig. wusste ich. Das sieht komplexer aus. Zeig mal kurz. Also wir brauchen die drei Dinger. Wir brauchen Dreieck, Karo und Viereck. Drei Dinger habe ich hier gesehen. Ja. Karo und Viereck. Let's fucking go. Geht nicht auf, okay. Ist hier was zu sehen? Ja, ertrink halt, Ulle. Ertrink halt einfach, Ulle. Kein Problem. Wir haben es ausprobiert. Bagarde Garden. Wurde die Tür rausgekickt?
Oder ist das was anderes? Ja, das ist was anderes. Was gibt's hier zu sehen? Da ist... Ja, nehmen wir. Das ist quasi die Stadt. Oder das Dorf, wie auch immer. Wie er aussieht, ne? Muss man mal schauen, ob es noch was gibt. Also, hier haben wir nur die Hütte. Da hinten Kissen, Teller. Nichts zu sehen. Huh. Das fangen wir jetzt mit dem Schlüssel an. Ich kann mich aktuell an keine Tür erinnern, die wir irgendwie hätten aufschließen müssen. Außer die jetzt 20 Meter entfernt, die ich in meinem Kurzzeitgedächtnis innerhalb von 1,5 Minuten vergessen habe. Aber sonst gibt's keine. Kletter übers Fischnetz. Und mach den geilen Sprung. Nice. Cool. Hängt irgendwas dran gleich, oder was? Nice, Ulle. Gut, dass du so akrobatisch auch bist, ne? Darf ich raus? Ja. Mises und Batus. Sonnenblume oder so. Ach, diese Lebensblume hat er da. Oder Lebensblume ist falsch. Diese Blume, die der König haben wollte, hat er da reingeritzt. Yay! Bauen sie euch hier runter? Nein, warum soll ich hier runterfallen? Das ist die wesentlichere Frage. Nein, Ulle. Ich muss aufhören, hier an dem Gehänge zu springen. Sturz werde ich nicht sterben. Den Sprung schaffe ich nicht, oder? Let's try it. Ulle! Nee, war alles gut. Kleinen Kreuzbandriss. Ist den Knöchel gebrochen, aber sonst. Hallo Ratte. I. Wo hat sie ihre Hand da drin? Schlüssel. Schon gern auch langsam wieder raus aus diesem Fischerdorf, ne? Kerze. Linda und Alexandra. Die ist doch gar nicht schwarzhaarig. Noch mehr Lore. Dear Diary. Oh. I am so in love with him. I cannot even describe it.
feels like he loves me too. Hübscher Mann, auf jeden Fall. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. Das ist schon mal gut. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Ah, hast du Scheiße am Schuh, ne? Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. Vielleicht. People say they have seen an old woman with a rake at night. Hab ich auch gesehen. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Die hab ich auch gesehen im Hintergrund. Every morning someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I got separated from my love. Oh yeah. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. Ja, ich drück die Daumen. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. Tja, das tut mir leid, junge Frau, oder? Hast du denn, bist du verhungert oder Selbstmord oder was war denn jetzt? Wie bist du gestorben? Und wo geht's für mich weiter? Hallo Ratte. Muss ich einfach wieder raus? Hier rüber? Das war unerwartet. Muss ja einfach schnell genug sein. In dem Fall sieht es so aus, ne? Zieh, Ole, zieh! Geil. Ihr Lammficker. Okay, warum diese Perspektive? Werde ich von drinnen beobachtet? Wo bin ich? Da. Rückweh. Wieso? Was ist das für eine Scheißperspektive? Kann ich mich hier. Okay, es sagt mir, soll mir nur sagen, guck dich hier bloß nicht um, Digi. Okay, da sind sie wieder. Soll das X heißen? Hier alle tot, oder was? Don't open that inside. Ja, gut, cool, dass ich da mit euch runterspringe. Nähert euch an meinem Körper. Ja, nach diesem kleinen Absturz würde ich sagen, nutzen wir das doch, um diese Folge zu beenden. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Bramble the Mountain King. Haut rein. Peace.